Heute zeige ich, wie man Ebenen voneinander subtrahiert. Ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Und zwar will ich jetzt den Kreis von dem Viereck abziehen, sodass ich diese Form erhalte. Um das zu erreichen, gehe ich hier links zu Rechteck, ziehe mein Rechteck auf, ändere kurz die Farbe. Dann gehe ich nochmal links zur Ellipse und ziehe mir einen Kreis auf, ändere die Farbe. Wenn ich den Kreis jetzt über das Rechteck positioniere, kann ich jetzt, wenn ich mit Shift das Rechteck markiere, sodass hier rechts in der Ebenenanzeige sowohl das Rechteck als auch der Kreis markiert sind, kann ich hier oben auf Subtrahieren klicken und schon haben wir unsere Form. Und das wäre es eigentlich schon, aber das Wichtige ist, nochmal zu verdeutlichen, dass der Kreis, sprich die abgezogene Form, immer über dem Rechteck stehen muss. Wenn ich jetzt nämlich das Rechteck über den Kreis lege und beide Formen markiere und jetzt subtrahiere, dann sehen wir, dass wir jetzt gar keine Form haben und das ist leicht zu erklären, denn wenn ich jetzt meine Formel verändere, dann sieht die Formel so aus: Kreis minus Viereck gleich nichts, da das Viereck größer ist wie der Kreis. Es wäre dasselbe, wie wenn man einfach 5 minus 10 rechnen würde. Das würde auch minus 5 geben, sprich 0. Das war's eigentlich schon. Danke fürs Zusehen und tschüss.